Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute eigentlich auf dem Weg zu einem anderen Spot gewesen und wollte dort ein bisschen fotografieren, ein bisschen filmen, ein bisschen beobachten. Aber irgendwie auf dem Fahrrad ist so viel passiert, dass ich einfach mal dachte, ich nehme jetzt die Kamera raus und fange einfach schon hier an zu filmen, weil es ist wirklich, ja, es explodiert. Die Natur explodiert, es wird Frühling und man merkt das, finde ich, überall. Hier hinter mir, ich bin hier mitten in einer Siedlung, beziehungsweise so am Rand einer Siedlung, sind die Haussperlinge am Rumzanken. Und man merkt richtig, wie sie sehr viel Energie und sehr viel Motivation haben, auf einmal wieder miteinander zu interagieren. Diese so sozialen Vögel. Es ist wunderbar, sie in dieser Hecke zu beobachten, wie sie einfach nur Spaß haben, miteinander interagieren. Und ich hinter der Kamera habe natürlich auch meinen Spaß. Schaut mal gerne rein. Das hier ist die Hecke, wo die Spatzen drin sind. Hier oben sitzt ein Star und der schafft es, alle möglichen anderen Vögel nachzumachen. Stare sind jetzt wieder gerade so zurück aus ihren Überwinterungsgebieten im Mittelmeerraum und auf einmal hört man sie wieder überall singen. Man hört wieder den Pirol, man hört wieder Turmfalken, man hört wieder Kiebitze und das alles aus dem Schnabel eines Vogels, nämlich aus dem Schnabel des Stars. Stare sind unglaublich gut da drin, andere Klänge, seien es Gesänge oder Rufe von anderen Vögeln oder auch Klänge von Menschen, in ihren eigenen Gesang mit einzubauen. Und dabei passieren dann wirklich extrem spannende Sachen. Und ich finde es einfach cool, auch wenn hier natürlich die Hintergrundgeräusche der Siedlung relativ laut sind, einfach mal sich hinzusetzen und zuzuhören, was man denn so alles einfach nur im Gesang des Staren wiedererkennt. Haussperling, Bachstelze, Kiebitz, Rotmilan, Mäusebussard, vieles, vieles mehr, Pirol. Vögel, die zum Teil gar nicht da sind jetzt zu dieser Jahreszeit, wie zum Beispiel beim Pirol. Was es irgendwie doppelt interessant macht, dass jetzt der Star sich noch an den Gesang vom Pirol aus dem letzten Jahr erinnert und ihn jetzt einfach aus Spaß an der Freude wiedergibt. Hier im Hintergrund ruft die Feldlerche, ein weiterer Durchzügler. Und hier über mir kreisen mindestens mal drei Rotmilane und ein paar Mäusebussarde. Da sieht man, es ist richtig Bewegung drin, selbst an den teilweise nicht so wetterschönen Tagen, also wo es grau ist und gefühlt nicht so viel Thermik ist. Nein, die Vögel haben jetzt Lust. Die Vögel haben jetzt Lust auf Brutzeit und ich habe auch Lust auf Brutzeit. Es ist jeden Tag Bewegung drin, jeden Tag muss man raus. Jeden Tag gibt es so viel Neues zu entdecken. Ach, ich freue mich. Frühling ist einfach so schön. Bewegung, Spannung. Es ist ja auch immer eine Neugierde von jeden Tag kann alles passieren. Wer weiß, was morgen hier ist, während im Winter hier relativ wenig Bewegung ist. Wer weiß, was morgen hier in dieser Feuchtfläche ist? Wer weiß, was übermorgen hier ist? Wer weiß, was in einer Woche hier ist? Es ist jeden Tag einfach eine unglaubliche Spannung und eine unglaubliche Faszination, die in mir für die Natur brennt. Wer jetzt nicht rausgeht, ist selber schuld. Es ist einfach Frühling. Jeden Tag blüht noch eine Blüte mehr. Auf meinem Morgenspaziergang singen noch mal zwei, drei, vier Vögel mehr. Und jeden Tag kommen neue Zugvögel an. Es ist einfach die Zeit, wo ich auch teilweise wirklich positiv das Gefühl habe, wenn ich jetzt nicht rausgehe, verpasse ich etwas. Manchmal ist das ja diese Fear of Missing Out auch etwas Negatives. Meistens ist es etwas Negatives, aber in dem Fall motiviert mich das, jeden Tag rauszugehen, jeden Tag wieder dieselben Stellen anzufahren, jeden Tag wieder an denselben Stellen zu schauen, um einfach nur mitzubekommen und mich davon irgendwie motivieren zu lassen, wenn ich sehe, wie sich etwas in der Natur tut, wie langsam die ersten Knospen aufbrechen, wie langsam die ersten Feldvögel, die ersten Limikolen, die ersten Enten und so weiter und so fort wieder von ihrem Überwinterungsgebiet zurück sind in ihr Brutgebiet.
Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als diesen Moment mitzuerleben. Nehmt die Natur als etwas wahr, was ein Geschenk ist, ein Geschenk an uns alle, was aber auch mit Pflichten verbunden ist. Wir müssen die Natur schützen, damit wir jeden Tag auch diese Beobachtung machen können. Heute war nichts Spezielles dabei. Es waren die Stare, es waren hier ein paar Rotmilane, es sind hier und da ein paar Amseln, ein paar Buchfinken, die Haussperlinge. Aber ist das nicht schön genug? Sollten wir nicht alle darauf mehr und mehr achten und diese Schönheit auch wahrnehmen? Das sind nämlich die Vögel, die wir alle zusammen schützen müssen, die Natur, die wir tagtäglich auch erleben. Wir müssen lernen, Vögel nicht nur anhand ihrer Schönheit oder an ihrer Seltenheit zu bewerten, sondern jeder Vogel hat irgendwie seine Besonderheiten und selbst die langweiligsten Vögel auf den ersten Blick haben einige spannende Geschichten. Und die möchte ich dieses Frühjahr mit euch wirklich auch intensiv erkunden. Und wir werden uns einen langweiligen Vogel nach dem anderen vornehmen, einen häufigen Vogel nach dem anderen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so attraktiv wirken. Aber ich verspreche euch, wir werden zu jedem Vogel genügend spannende Dinge herausfinden. Das war's von diesem Video. Wenn du dich für einen wirklich, wirklich interessanten Vogel interessierst, dann schau dir dieses Video hier an. Da geht es auf die Suche nach dem Auerhahn. Und es war wirklich ein grandioser Morgen. Schaut es euch gerne an. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao.